most pathetic planet from the face of the galaxy. The Force fights with me. Get on this gun turret. Bring her to me. All Republic forces, pull back. It is too late to retreat, Admiral. There is no escape for us. You are strong, child, but I will break you. I'll never fall to the dark side. This is but a taste of the dark side. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Knights of the Old Republic. So, nach dem harten Kampf gegen Bendak Starkiller können wir endlich Level aufsteigen. Und zurück. Naja. Egal. Was wird empfohlen? Stärke, okay. Fähigkeiten. Ach, machen wir mal weiter. Und Talente. Der will immer noch, dass wir Schütze werden. So, ist immer noch Sprengstoff. Level 18 mal, glaube ich. Machen wir mal so. Und annehmen. Was sind wir denn für ein Level? Ah, wir sind Level 8. Passt. So. Speichern und reden. Bendak Starkiller ist tot. Das kann ich nicht glauben. Bendak verliert nie. War das ein aufregendes Duell. Das Beste, das ich je gesehen habe. Freut mich, dass es euch gefallen hat. So, und wo ist jetzt mein Gewinnanteil? Gut gemacht, Mysterio. Ich bin erfreut, sehr erfreut. Hier sind eure Credits und Bendaks Blaster als Zeichen meiner Wertschätzung. Überreden. Ich denke, ich verdiene einen kleinen Zuschlag dafür, dass ich mein Leben riskiert habe. Also gut, Fremdling, ich mag euch und es war wirklich ein spezieller Kampf. Der größte Umsatz, den ich je hatte. Ihr bekommt euren Bonus, aber nur dieses eine Mal. Jetzt seid ihr in aller Munde. Alle wissen, dass ihr Bendak Starkiller vernichtet habt. Ihr seid jetzt berühmt. Yeah. So. Abbrechen. Hier. Ah. Also Bastila, ja. Hauptquest und das ist in der Kantine in der Unterstadt. Und wie immer bin ich falsch rumgelaufen. Hä? Doch richtig rum. Das sieht immer so aus, als wäre da nicht der Ausgang. Ist es aber. Also raus. Achso, zur nördlichen. Ach ja. Diese langen Wege immer. Ah, von der Unterstadt ist es dann auch nicht mehr weit. Schnellreise gibt es leider nicht, außer in die Basis. Aber da wollen wir ja nicht hin. So.
Gut, Papiere müssen wir wenigstens nicht mehr vorzeigen. Einmal hat gereicht. Gut, dann sind wir auch fast da. Dann geht's mir erst zu Sachs und hoffen wir mal, dass wir keine dunklen Seitepunkte kriegen. Oh. Ich dachte, ihr wärt schon zurück. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, schafft es keiner von uns. Also, ich weiß, dass es einen Einbruch in die Sith-Basis gegeben hat. Ich weiß, dass ihr es wart. Und ich weiß, dass ihr die Abflugcodes habt, die ich brauche. Also, was sagt ihr? Wir tun uns zusammen und ich führe euch zu Daviks Stützpunkt, direkt zu Aben Hawk. Wir können gleich aufbrechen. Ich muss mich erst noch um ein paar Dinge kümmern. Geht in Ordnung, aber macht nicht zu lange. Kommt zu mir, wenn ihr für unseren Ausflug zu Daviks Anwesen bereit seid. Je früher, desto besser. So. Dann holen wir mal unser letztes Kopfgeld ab. Wieder hier, Mensch, ich hoffe, baba. Ich möchte gerne ein Kopfgeld eintragen. Aha. Ihm vom Bendak. Ihr habt also Bendak in einem Todesduell besiegt. Ironisch, nicht wahr? Auf Bendak ist ein Kopfgeld ausgesetzt, weil er Leute in Duellen eliminiert. Ihr kassiert das Kopfgeld, indem ihr ihn in einem Duell eliminiert. Hier, nehmt eure 300 Credits, das ist die Höhe aller Kopfgelder. Verena, ich denke, ich habe 400 Credits für meine Mühen verdient. Ihr seid tapfer, Mensch, mit einem Hund zu falschen, aber das gefällt mir. Gut, dann 400. Gut gemacht, Mensch. Es gibt eine Menge Kopfgelder auf Taras, aber die meisten sind faul und träge, wenn ihr weiterhin Kopf... Blablabla. So, ich muss dann gehen. Lebt wohl. Oh, keine dunkle Seite. Wurde ich falsch informiert. So, dann sind wir damit fertig. Mal schauen, ob sie noch was zu erzählen hat. Wie kann ich helfen? Nö. Dann gut. Ich dachte, ihr wärt schon zurück. Wenn wir... Also... Gut, tun wir uns zusammen. Aber wie kommen wir in Daviks Anwesen hinein? Davik sucht immer nach neuen Leuten. Ich sag ihm, wie ihr das Hubrennen gewonnen habt und erwähne beiläufig, dass ihr für die Tauschhändler arbeiten möchtet. Ich sage ihm, dass ich euch gleich mitgebracht habe, damit er euch überprüfen kann. Ihr bleibt dann zwecks Überprüfung ein paar Tage bei ihm. Das macht er immer so. Das ist zu gefährlich. Wir sollten nach einer anderen Möglichkeit suchen. Habt ihr einen anderen Plan, Schwester? Oder meckert ihr nur rum, weil ihr nicht darauf gekommen seid? Nein, ich habe keinen anderen Plan. Trotzdem würde ich mein Leben nur ungern in eure Hände legen. Könnte ich von euch auch behaupten. Insofern stehen wir uns in nichts nach, aber glücklicherweise wollen wir ja beide runter von diesem Felsen. Während Davik euch überprüft, stehlen wir ihm die Aben Hawk und fliehen von Taris. Kommt schon. Ich habe einen Airspeeder in der Nähe. Der bringt uns im Nu zu Davik. Je früher wir Taris verlassen, desto besser. Keine Ausgruppe bleiben. Ja, danke, bin ich. Okay. Also, nehmen wir Candorus und ein Druidenpaar. Drüde fällt am wenigsten auf. Ja. Ihr habt mich rufen lassen, Lord Malak? Die Suche nach Bastila dauert mir zu lange. Wir können nicht riskieren, dass sie uns entkommt. Zerstört den ganzen Planeten. Den ganzen Planeten, Lord Malak? Aber es leben Milliarden von Menschen auf Taris. Wir würden unzählige, unschuldige Zivilisten umbringen. Außerdem sind unsere eigenen Leute noch unten auf dem Planeten. Euer Vorgänger hat einst den Fehler gemacht, einen meiner Befehle in Frage zu stellen, Admiral. Ihr seid doch sicher nicht so dumm, den gleichen Fehler zu begehen. Nein, natürlich nicht. Ich werde Ihren Befehl sofort ausführen. Aber es wird mehrere Stunden dauern, die Flotte in Position zu bringen.
Dann schlage ich vor, ihr beginnt sofort mit dem Manöver. Wegtreten, Admiral. Jawohl, Lord Malak. Oh, ich ahne Schreckliches. Ah, Kenderus. Wie ich sehe, habt ihr jemanden mitgebracht. Ist interessant, wenn ich das mal bemerken darf. Normalerweise reist ihr doch alleine. Ist doch sonst nicht eure Art, euch nach Partnern umzusehen, Kenderus. Ihr werdet langsam weich. Passt auf, was ihr sagt, Kello. Ihr seid vielleicht der neueste Kaffhund hier im Rudel, aber der Chef seid ihr noch lange nicht. Genug jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass sich meine beiden besten Männer gegenseitig umbringen. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Ich bin sicher, Kenderus hat eine gute Erklärung, warum er nicht mehr alleine arbeitet. Das ist ein Sonderfall, Davik. Ich bin jemandem begegnet, der für die Tauschhändler vielleicht von Interesse ist. Vielleicht habt ihr ja schon von seinen Verdiensten gehört. Ach ja, jetzt erkenne ich euren Begleiter auch. Der Sieger des großen Swoop-Rennens. Sehr beeindruckend. So wie euer Abschneiden bei der ziemlich heftigen Schlägerei danach. Schön, euch endlich kennenzulernen, Davik. Mein Name ist Varen Vinolo. Kenderus hatte übrigens recht. Die Tauschhändler sind immer auf der Suche nach neuen Talenten. Euch könnte eine glänzende Zukunft in unserer Organisation bevorstehen. Mit einer Empfehlung von Kenderus und einer gründlichen Überprüfung eurer Vergangenheit könntet ihr bald zu den Tauschhändlern gehören. Viele würden alles tun, um sich dieser Ehre würdig zu erweisen. Euer Angebot fasziniert, Davik. Ist faszinierend, Davik. Kommt mit. Wir machen mal eine kleine Führung durch meinen Betrieb hier. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Ja, das ist sie. Mein ganzer Stolz. Die Ebon Hawk. Das schnellste Schiff im Outer Rim. Man beachte die hochmodernen Sicherheitssysteme, die ich zu ihrem Schutz installiert habe. Die Schilde sind völlig undurchdringlich. Niemand kommt ohne die Codes an mein Baby ran. Leider nagelt die Militärblockade der Sith derzeit die Ebon Hawk am Boden fest. Sie ist schneller als jedes andere Schiff in der Galaxis. Aber nicht mal dieses Baby ist schnell genug, um den zielsuchenden Lasergeschützen der Sith-Flotte im Orbit auszuweichen. Natürlich arbeite ich fieberhaft daran, mir die Sith-Abflugcodes zu beschaffen, damit ich ungehindert kommen und gehen kann. Allerdings machen wir da nur langsam Fortschritte. Doch wir sollten jetzt weitergehen. Das werden eure Räumlichkeiten sein. Die Sklavenquartiere sind gleich den Gang runter. Genießt ruhig ein wenig die Annehmlichkeiten dort, während ich eure Angaben überprüfe. Wenn diese Überprüfung keine Probleme ergibt, werdet ihr eingeladen, den Tauschhändlern beizutreten. Ich empfehle euch, diese Einladung anzunehmen, falls ihr sie erhaltet. Eine Ablehnung hätte sehr unangenehme Folgen. Ich freue mich schon darauf, für euch zu arbeiten, Davik. Ihr werdet die nächsten paar Tage als mein Gast in diesen Räumen wohnen. Ich bestehe darauf. Ihr dürft gerne die Sklavenquartiere besuchen, wann immer euch danach ist. Ich muss euch allerdings warnen. Solltet ihr außerhalb des Gästeflügels angetroffen werden oder solltet ihr meine anderen Gäste belästigen, würden meine Sicherheitskräfte höchst ungehalten reagieren. Ich komme wieder, wenn ich eure Angaben komplett überprüft habe. Macht es euch bis dahin bequem. Kommt, Kello. Gönnen wir unseren Gästen etwas Ruhe. Okay, wir sind drin. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir an dem Sicherheitssystem der Ebon Hawk vorbeikommen. Dann holen wir den Rest eurer Gruppe und verschwinden von hier. Aber es macht keinen Sinn, hier zu warten. Je früher wir von Taris wegkommen, desto besser. Nicht zu vergessen, dass Malak diesen Planeten zerstören will. Da sind wir ganz schnell weg. So. Oh. Ja? Oh, da ist einer böse. Da, Polen, ja. So. Klar. Nochmal speichern. So.
hier haben wir eine normale Tür. So. Da auch. Aha, lauter Tierköpfe. Sogar Renko. Ich stresche auf eine. Auf eine Truhe ein, das ist ja. Ah, ein Tauntaun-Kopf. Die anderen Tiere kenne ich nicht. Ah, ein Datapad und ein paar Zahlkarten. Aha. Der Aufzeichnung über Kalonords Jagdtrophäen, menschliche und andere. Der letzte Eintrag ist ein Bericht über eine kürzliche Renko-Jagd. Was dem Renko an Intelligenz fehlt, gleicht er durch Größe, Stärke und Wildheit aus. Konventionelle Blaster sind nutzlos gegen die undurchdringliche Haut. Das Biest zur Strecke zu bringen, muss sich also zu vergleichsweise unorthodoxen Methoden greifen. Die Explosion einiger gut platzierter Minen am Wasserloch trieben das Biest zunächst in eine Schlucht. Dort lauerte ich zwischen den Felsen. Als der Renko genau unter mir war, ließ ich mich auf ihn fallen. Er bäumte sich auf und schlug mit seinen Klauen wild um sich, um mich abzuschütteln. Aber ich hatte die perfekte Position. Unfähig, mich abzuschütteln, brüllte das Monster mit weit aufgerissenem Maul zornig auf. Und ich konnte einige Splittergranaten in den aufsperrenden Rachen werfen. Die Explosion hat mich durch die Luft geschleudert. Zum Glück war der Kopf des Renkers nahezu unversehrt. Wenn ich ihn nach Taris bringe, hängt ihn Davik sicher zu den anderen Trophäen, die ich für ihn erbeutet habe. Davik wollte mich sogar anheuern. Vielleicht gehe ich auf seinen Vorschlag ein, obwohl ich die größte aller Jagdtrophäen mein eigen nenne. Die Perle eines Kraid-Drachen auf Tatooine. Aha. Die Startcodes und ja. Achso. Speichern, wer weiß nie, was hinter Türen ist. Nicht, dass wir da Alarm schlagen. Wer ihr? Warum ihr hier? Ihr raus und ich wach rufen. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Nein, nein, ihr raus und ich böse. Gut, gut, jetzt beruhigt euch doch, ich gehe ja schon. Nicht wieder stören. Okay. Nächste Tür. Hey, was soll das, hier einfach reinzuplatzen? Verschwindet, oder ich rufe die Wachen. Die Wachen, Sklaven dürfen nicht aus Sklavenquartieren raus. Sie dürfen mich nicht sehen. Obala. Es gibt doch keinen Grund, Nerd. Hey, Baby, warte, ich wollte doch nicht wirklich. Verdammt, aber schön. Ich habe gerade mein Bett Hazy für heute Nacht verscheucht. Also solltet ihr lieber eine gute Erklärung ausspucken, bevor ich stinksauer werden die Wachen rufe. Tut mir leid, dass ich euch den Abend verdorben habe. Hier sind 50 Credits für eure Unabhängigkeit. Na gut, das kann ja schon mal passieren, schätze ich. Also gebt mir die Credits, dann will ich vergessen, dass hier irgendwas passiert ist. Ihr solltet besser darauf achten, wo ihr hingeht. Die falsche Tür zu öffnen, kann euch hier leicht den Kopf kosten. Jetzt verschwindet und belästigt mich nicht mehr. Okay. Naja, das war jetzt nicht so super. Egal, die 50 Credits, dafür ein paar Dialoge. Ah, es sind die Sklavenquartiere. Willkommen in den Sklavenquartieren, mein Herr. Wir haben hier köstliche Früchte und Beeren, um euren Gaumen zu verwöhnen, und luxuriöse Bäder, um euch verspannte Muskeln zu entspannen. Hey, das ist mal ein Ort, wie er mir gefällt. Wollt ihr vielleicht eine spannende Massage? Was auch immer ihr wünscht, wir sind hier, um euch zu dienen. Ich benötige Informationen. Aber was könnte ich euch schon sagen? Um Sklaven ist es verboten, diesen Raum zu verlassen. Darauf steht die Folter und der Tod. Sagt mir, was ich wissen will, und ich werde Davik berichten, wie zufrieden ich mit euren Diensten war. Es tut mir leid, es ist zu groß, und dank, dass davon erfährt, wird er mich bei lebendigem Leib heute kann ich vielleicht... Vielleicht lockern ja 50 Credits eure Zunge. Ich werde Davids Geheim nicht für, auch nicht für Credits nutzen, das darf nämlich nichts, kann ich. Ah, okay.
Lob von den Gästen ist nur sehr wertvoll. David belohnt jeden Sklaven, der ihre Pflichten gut erfüllt. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. David gestattet es nur selten, die Lusträume zu verlassen. Wir wissen nur, was wir von Davids Gästen hören. In letzter Zeit reden sie alle über den armen Hadro. Man hat ihn geschnappt, wie er versuchte, Gewürz aus dem Labor zu stehlen. Normalerweise lässt man Hadro so etwas durchgehen, weil er Davids Privatpilot für die Evan Hawk ist. Aber da die Sith die Starten von Schiffen vom Planeten verboten haben, wird Hadro jetzt wie jeder andere auch behandelt. Sie haben ihn in Davids Folterkammer gesperrt. Wo ist die Folterkammer? Ich denke, ihr könnt durch den Gang hinter der Westtür von Davids Thronsaal dorthin kommen. Geht von den Sklavenquartieren einfach nach Westen und ihr kommt zum Thronsaal. Doch es werden sicher Davids Wachen in der Gegend patrouillieren. Wenn ihr den Gästeflügel verlässt, schießen sie zuerst und stellen später Fragen. Bitte, sonst weiß ich nichts mehr. Ich muss jetzt gehen. Aber natürlich. Okay. Ja, mit dem Inhalt. Ja, auf die anderen habe ich keine Lust. Okay, heißt in den Westflügel und dann zu Hadro. Heißt hier. Ihr könnt den Gang hinter der Westtür. Westtür. Verdammt. So, Sicherheitsterminal. Mal schauen, wie viel. Ah, 8 Stück, okay. Ah, so. Okay. Ach, kommt die eine. So. Das waren schon mal 2. Okay, hier sind auch nochmal 3. Ach komm, wir haben so viele. Hoffentlich komme ich da noch rein. Obwohl, jetzt ist das Gras anscheinend weg. So. Kaserne Lager. Warum auch der kaputt ist. Ja, okay, mit dem Zeug kann ich es aufnehmen. Besonders das sind Druiden. Also, Gewürzlabor, Thronsaal Lager, Hangar. Da sind wir. Nicht das Zimmer vergaßen. Das wäre. Ja. Gewürzlabor. Okay, das sind einige. Thronsaal ist leer. Gästezimmer. Besteht ihr? Ah, da ist er. Das müsste Hadro sein, da links. Hangar. Okay. Okay, das ist viele Erfahrungspunkte. Ah, okay. Das hat mir gezeigt, man kriegt also auch die Erfahrungspunkte von... Ja. Ah, okay, hier ist der Hangar. Ah, wenn man mit den Kameras hinschaut, dann wird das auf der Karte aufgedeckt. Zum Beispiel hier ist die Kaserne. Hier ist... Ah, hier ist das Gästezimmer. Hätten wir auch so. Ah, hier ist das Gewürzlabor mit Gegnern. Und hier geht's zum Hangar, den brauchen wir noch nicht. Aber um den Erfahrungspunkten willen, gehen wir mal durchs Gewürzlabor. So. Wow, 3D. So, bam, 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 bam.
mit meinem Feuerlöscher passiert? Muss ich nach dem Kampf klären. So. Mein Feuerlöscher ist anscheinend kaputt gegangen. Ha. Dann kriegt er mal zwei Blaster. Okay. Am besten die Überreste liegen da. Okay. So. Hier dürfte keiner sein. Doch. Oh, ein Kopfgeldjäger. Bah. Ah, eine Computerzugangskarte. Ich glaube, das ist einer der Kasernen, wo keiner drin ist. Das ist, weil ich sie vergast habe. Ja. Hier sind noch mal Überreste. Was für ein Tresor. Okay. Wow, 500 Credits gleich. Eine gute Ausbeute. So. Der Folterdruide. Ja. Oh, zwei Stück. Oh, mir geht's nicht gut. Aber es wird sich gerade auf andere. Lost. So, das müsste Ding sein. Hadro, ihr bitte so. Danke. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fürchterlich der Folterkäfig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen hätte, bevor ich wahnsinnig geworden wäre. Ich konnte euch nicht einfach leiden lassen. Ich kann euch leider keine Belohnung für meine Befreiung geben. Nichts Greifbares auf jeden Fall. Aber ich verfüge über Informationen, die ein Vermögen wert sein können. Ich war der Pilot der Aben Hawk, Darviks Flaggschiff. Ich kenne die Codes, um das Sicherheitssystem des Schiffs zu deaktivieren. Ich speichere sie in eurem Datapad. Ihr könnt die Codes benutzen, um die Aben Hawk direkt aus dem Hangar zu stehlen. Verkauft sie an den Höchstbieter. Gebt sie Darvik für ein Lösegeld zurück. Was immer ihr damit macht, ihr werdet tausende Credits gut, verdienen. Gut, ihr könnt gehen. Es wird nicht lange dauern, bis Darvik herausfindet, dass ich frei bin. Ich muss vorher aus der Basis verschwinden. Wir haben, was wir wollten. Wir sollten gehen. So. Bevor wir aber in den Hangar gehen, weil ich da schon was Schlimmes vermute, latsche ich mal zurück ins Gästezimmer und schaue, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, uns zu heilen. Immer die letzte mich rein. Nein, gibt's nicht. Heißt vorher speichern und hoffen, dass es keinen Kampf gibt. Und wenn, dass wir den auch so überstehen. Oder dass ich mich übertrieben heilen muss. So. Okay, wird noch anders gehen können, egal. Das habe ich ja fast vergessen. Oder übersehen. Ein Medikit. Hm.
keine andere Möglichkeit. Kommst du rein? Ah. Unmöglich. Sollen wir jetzt sonst reinkommen? Müssen wir jetzt extra durch die Kaserne auch gehen? Ach ja. Hier sind nur Druiden. Aber nicht in der ersten Tür. Klar. Das wird los. Stirb. Warte, ich lebe noch. T7 macht die mal weg. Oder fahr rein und geh in die Luft. Okay. Ist trotzdem nicht schlimm. Ah. Ah, okay. So funktioniert's. Hangarsicherheitssystem ist deaktiviert. Passt. Gut, dann lassen wir diesmal den mit dem meisten Leben vorlaufen. Damit auch der am ehesten angegriffen wird. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal geht es in den Hangar. Tschüss.